Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush 44 zurück bei Let's Play Dragon Quest Heroes 2. Bevor wir mit der Story weitermachen, wird es Zeit, dass wir uns noch einer kleinen Nebenquest widmen, nämlich Liebesdienst 2. Ich will mich vorhin in die Burg von Kreatien schleichen, aber ohne eure Hilfe wird das nichts. Bei den strengen Sicherheitsmaßnahmen, bitte, ihr müsst mir helfen. Gib dich nach Kreatien und hilf den jungen Mann. Da müssen natürlich Jessica und Angelo bei dieser Mission mitmachen. Okay, dann auf nach Kreatien. Wir konnten es ja außerdem jetzt schaffen, wieder Concordia zurückzuerobern. Aber es bleibt immer noch der Zwillingshochkönig. So, wo ist nochmal Kreatien? Da. Da war mal hin. Kommen wir dann gleich wieder zu einem Kampfgebiet. Ist ein starkes Monster da oder? Nee. Ja, gut. Der Schleimkönig tut jetzt auch nichts mehr zur Sache. So, da sind wir. Liebesdienst 2. Der Auserkorene des Jünglings arbeitet im Schloss zu. Die Auserkorene des Jünglings arbeitet im Schloss zu Kreatien. Damit er seine Liebste treffen kann, wird Raphael ihm dabei helfen müssen, sich hineinzuschleichen. Oje. Es ist also wieder eine Stealth-Mission oder wie? Ich hoffe mal nicht. Aber wir werden sehen. Wir dürfen anscheinend keine Aufmerksamkeit erringen. Nun, wo genau? Das stelle ich ja mit deiner geliebten zukünftigen Partnerin geplant. Ich habe mich in der Wachstube des Kerkers mit dir verabredet, fernab von neugierigen Blicken. Und verstehst, was ich meine? Hast du das auch gut überlegt, ein privates Zimmer, das erst rennen, aber ist nicht gerade die romantischste Kulisse für so einen Antrag? Abgesehen davon sind die Kerkertüren nicht abgeschlossen. Wie genau bist du am Schlüssel dort hinuntergelangt? Tja. Da kommt meine Freundin ins Spiel. Sie hat eine Kopie des Schlüssels in einem Lagerraum gleich in der Nähe versteckt. Oh oh. Was ist der wahre Grund auf diesen Mann? Der romantische Abenteuer geht da vielversprechend los. Mal sehen, ob wir uns diese Wochen vom Hals schaffen können. Oh je. Da kriegen wir es auch gleich mit sehr starken Monstern zu tun. Ja, wir müssen den Mann beschwitzen. Was wieder sein muss hier. Ey! Na toll, keine Magie möglich. Jetzt mal Schluss hier. Was? Bei ihm auch nicht. Zeit mal. Jetzt mal Schluss mit euch. Unterstützung ist gefragt. Aua! Die sind besonders heftig, diese Roboter. Clear! Es war keine gute Idee, das jetzt zu machen, ja, wollte gerade sagen. Alter Schwede. Gargill. Wirkt er schon mit Zauberwürfeln, einen zu ärgern, wenn er an deiner Seite kämpft. Vincent, ich glaube, du brauchst Hilfe. So, das ist schon viel besser. So, weg von ihm! Der explodiert jedes Mal, wenn er von einem Blitz getroffen wird. Das nervt voll ab bei diesem Monster. Wie er jetzt noch aushält. Gar nicht erst dran denken.
Ah, ist er schon down? Okay. Moment. Da ist doch einer, verdammt. Du lässt ihn jetzt gefälligst in Ruhe, Mann. Verschwinde. Jetzt mal Schluss hier. Oh, das ist mal ein starker Angriff. Aber der trifft, glaube ich, leider nicht. Geht weg von ihm. Nein, und da war er noch da. Das war so klar. Da ist noch einer, das gibt's aber nicht. Wie viel von euch Stockos gibt's ja eigentlich noch? Echt sowas für ein Nervtöten. Ah, aber er steht schon vom Verrecken, wie ich sehen darf. Oh Mann, aber ich bald auch. Okay. Todmaschine. Hm. Hier also, ne? Er hat den Schlüssel. Sehr gut. Echt jetzt? Bin direkt hinter dir. Frag mich, wie viele Wachen jetzt wieder auftauchen werden. Oder wie viele verdammte Killermaschinen. Oh, wo rennt er hin? Ja, richtig, da geht's ja, glaube ich, zum Keller. Dann mach mal auf, mein Freund. Oh shit. Na schön. Verschwinde von hier lieber. Ich bin es ungemütlich werden, mein Freund. Noch eins. Aua. Jetzt ist mal Schluss hier. Von ihm weg. So gut wie... Hey, lass ihn in Ruhe, Mann! Heilige Scheiße. Boah, das war ein genialer Laser, mein Freund. Ich hoffe nur, der wird nicht vorher verrecken hier. Er hat schon über die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren. Es könnten bald wieder mehr werden. Oh Mann! Boah, jetzt sind wir gerade ein Riesengreif. Boah, wir gehen hier voll ab. So. Au! Ja, bitte heil mich, Jessica. Das
Wie der noch aushält, das ist der Wahnsinn. Okay. Du bist Schild, ey. So. Jetzt mal Schluss mit diesem blöden Ritter hier. Das ist meine Killermaschine ist fast down. So, und tschüss. Wo denn das Ritter? Nimm ich schon ins infamen Mom Ones Ritter an und kauf deinen Fan mit einer riesigen Axt an. Mach ich doch lebend gern. Ja. Suchform gibt es auch zu Genüge. Kommst du jetzt, mein Freund, oder was? Mann, wie langsam du doch bist. Und da sind die nächsten Spackos. Muss jetzt besser auf ihn aufpassen hier in der Situation. Okay. Jetzt gehen wir wieder richtig ab hier. Lass ihn in Ruhe, verdammt! Verschwinde von hier, Mann! Das will ich jetzt nicht, dass er dabei noch getroffen wird. Ach! Verpisst euch! Nein, lass ihn in Ruhe, Mann! Sagte, lass ihn in Ruhe! Scheiße, au! Boah, der Herr ist bald down! Okay, aber die Monster sind alle weg, wie scheint. Dem Dämmerkauz. Alter, der sieht aus. Entfernt mit einem katastrophalen Treffer eines gigantischen Hammers. Setz dich liebend gern ein. Oh ja, noch mehr Münzen. Ja, das nächste Tor, ich sehe schon. Komm schon. Beeil dich mal. Da bin ich stehen, Mann. Ich hoffe, ich verkacke die Mission jetzt nicht, dass er jetzt gleich beim letzten Moment verreckt. Oh shit. Oh shit. Nein! Lass ihn in Ruhe. Die Monster gehen hier wieder zu sehr ab. Ah, das hätte ich gegen ihn einsetzen müssen. Ist egal. Zeit für den Mordsritter. Schade, der ist leider schon wieder down. Also schon wieder vorbei. Der Spaß. Verdammt! Ja, auch das noch. Mal Schluss, lass ihn in Ruhe, klar? Geh weg von ihm. Alter Schwede. Gut, danke. Oh, meine Gelegenheit ist da.
So. Und da schlage ich gleich hoffentlich beide damit. Oh Mann, ey. Aua! Der blöde Bolzebub! Lass mich los! Jessica ist auch schon fast zu weit. Geblendet, sehr gut. Oh oh. Ich werde von ihm verschwinden da. Alter Schwede! Nein! Kurz vor der Heilung! Jetzt mal Schluss hier! Jess, okay, ihr leistet es noch voll genug. Oh nein! Gerade bei ihm! Ja, nee, ist klar! Okay, was? Ihr habt noch zwei, okay? Habe ich wirklich mehr dazwischen schon gekommen? Na, das bringt mir sich mehr, ist gleich down. Scheiße, er ist gleich down. Das bringt nichts, der ist down. Oh nein! Oh, fuck. Darf ich wenigstens die Erfahrungspunkte behalten? Das ist so scheiße gerade. Ist auch wirklich behindert. Auch gerade so starke Monster am Start sein müssen. So, jetzt halt. Kommt zur Hilfe, meine Freunde. Ach je. Ich würde lieber vorlaufen, mein Freund. Nimm den. Dass er nicht mal down geht da. Ihr habt mich lang genug abgenervt. Zwei von euch, das ist echt der Wahnsinn. Oh, Pfeil und Bogen bringen natürlich nicht viel, wir gehen die. Sind endlich mal down. Warte, ist er schon, mal weg? Jawohl! Gut, dann kannst du gleich beschützen gehen. Ich benötige auch gerade Hilfe. Das gibt's nicht. Auf ausweichen, du blöder Spacko. So. Und er hat mehr Energie als vorher und wir haben ziemlich gute Unterstützung bei uns. So, jetzt machen wir noch dies und das und Ananas. Ja, spielen wir die Szene, wir wissen ja, wie es abläuft. Komm jetzt, Mann.
Man soll einfach weiterlaufen. So. Dann machen wir auf und da sind die nächsten Gegner. So. Schön geheilt werden. Je mehr fallen, desto besser. So, Heilung ist auch noch schnell. Warte mal. Ja, richtig. So. Dann gehen wir richtig ab hier. Das ist keine Chance, du blöder möchtegern Ritter. So. Hier ist noch ein oben drauf mit einem super kritischen Angriff. Alter. So. Dann komm mal her. Nicht mal down gehen könntest. Ich will einfach nicht locker lassen. So, jetzt ist er auch gleich weg vom Fenster. Und ich habe ihn sogar noch ferngehalten von meinem Kumpan. Also von dem anderen. So, bei ihm ist alles in Ordnung. Sieht viel besser aus als vorher. Dieses Mal wird er nicht so schnell da drauf gehen. Ich schätze mal, wir könnten es dieses Mal sogar schaffen. Jetzt haben wir noch eine Trumpfkarte parat. So, mögen die nächsten Monster kommen. So. So, jetzt reiz mal. Schauen, dass es nicht als wirklicher Blitzzauber wirkt. Wow, der ist schon down! Alter, wie schnell haben wir den erledigt? Ups, falsch rum. Ich weiß jetzt gerade nicht, was Jessica gesagt hätte. Leider. Oh gut, okay. Oh oh, da kommen sie schon. Oh,
So, hier. Critical Hit. Hat schon mal ordentlich wehgetan, was? Bleib von ihm fern. Komm lieber her zu mir. Ich bin euer Gegner. Und der Pulsebub, da werden wir nicht hören. Jetzt reiz. Jan, nimm den. So. Legen wir richtig los. Jetzt zeigen wir es den Gegnern. Ich hoffe, dass es auch ihn getroffen hat. Anscheinend nicht wirklich. Wow. Na schön. Aua. Ach, sind zwei von denen. Shit. Und gleich so viele von denen. Los, weg von denen. Ja, nimm den. Und runter mit dir. Und das wär's. Aber keine Münze von denen. Und aua. Na warte. So, damit Angel noch geheilt wird. Und bam. So, hoffentlich erlegen wir die bald mal. Dass wir nicht weiterkommen. Boom. Sehr schön. Obertodmaschine. Oh, noch eine stärkere Maschine. Das sieht fein mit 10 Laserstrahlen, wenn er an deiner Seite kämpft. Dann komm her. Und unterstütze uns. Gegen diesen Bulzebum hier. Diese blöde Explosionsattacken. So. Kein Schaden erlitten? Kommt's. Komm schon, jetzt wird es Zeit, dass du nicht mehr down gehst, Papa Toss. So. Und da haben wir ihn sogar noch als Unterstützer. So, ist da noch ein Monster da? Die paar kleinen Fische, ich glaub's nicht. Ihr belästigt ihn gerade. Ich bin schon unterwegs. Ja, das habe ich mich auch gerade. Och Mann, und da kommt bestimmt schon. Oh. Na schön, bereit machen zum Kampf. So, gehen wir richtig ab hier. Und jetzt kriegt ihr eine aufs
Maul! Bam! Was tut man nicht alles, um eine gute Belohnung zu bekommen am Ende? So, zack! Da ist noch so einer. Ach nein, das ist was anderes. Ach je, aua! So, jetzt reiz! So, der ist auch weg. Oh ja, es war noch eingefroren. Ich glaub's nicht, dass es auch noch passieren müsste. So, komm her, mein Freund. Unterstütze uns gegen diesen zu groß geratenen Feind. Kann auch ein ganz schönes Durcheinander herrschen, wenn man nicht weiß, wer jetzt Freund oder Feind ist. Und diese Explosion, weiß ich nicht, ob das jetzt vom Gegner kommt oder von unserer Verbündeten. Ich glaube, das ist nur von Barbatos, von unserem Barbatos. So, jetzt mal Schluss. Hoffentlich. Ich bin's nämlich schon langsam leid hier. Man konnte ihn bislang ganz ausreden. Oh, die Hauptwächter. Ach je. Von die dran. Was? Warum? Ich glaube, Jessica ist damit gemeint, eher. Aber durchaus. Die Abwehrkraft ist gesunken? Klasse. Schluss hier. Da ist sogar mit einem Laserstrahl hier. Haben wir sie jetzt endlich mal bald? Oh nein, da geht unser Roboter dahin. Ach nein, das ist er nicht. Aber unser Barbatos ist weg, ist das euer Ernst? Der hat tatsächlich jetzt schon abgekackt gegen die Monster hier. So. Ja, gern geschehen. Hoffentlich kommt da nicht noch eine Schar von Monstern. Bist du sicher, dass sie da drin ist? Oh, anscheinend, wir haben es geschafft. Meine Fresse. Diese Band. Der wäre erledigt. Also dann, wir machen uns auf den Rückweg nach Concordia. Viel Glück bei deinem Antrag. Was? Kommt etwa nicht mit mir? Gütige Göttin, Mann. Ich kann ja schlecht neben dir stehen und Händchen halten, wenn du sie fragst, oder? Das ist deine Sache. Wie soll das denn? Dr. Angela hat recht. Sei nicht so zimperlich und frag sie einfach. Na gut, das werde ich. Wünsche mir viel Glück, Leute. Hoffentlich geht's wirklich gut. Na denn, haben wir das jetzt auch geschafft.
Dann melden wir mal den Abschluss dieser Mission und beenden den Part an der Stelle. Vorher kommt noch diese Sequenz. Als Bestätigung, ob sie es geschafft, ob der Antrag gut gegangen ist oder nicht. Und ich sag schon mal Daumen hoch, wenn mir so gefallen wusste. Und Kommentar auch nicht vergessen, dann seid gespannt, klickt wieder rein. Euer CrossroadFickDinner, bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Quest Heroes 2. Also Wiedersehen und tschüss, Leute. Was für eine unglaubliche Nervensäge. Es war richtig, frage mich, was noch geschehen ist. Meinst du, seine Freundin hat ja gesagt? Jessica, Angelo! Was für den Zora? Er hat Post. Auf dem Brief steht kein Absender. Hier, schaut! Mädchen, liebe Jessica, liebe Angelo. Sie hat ja gesagt, wir heiraten und das nur dank euch. Oh. Es hat geklappt. Der Brief muss von ihrem Freund sein. Schön, dass die Geschichte ein gutes Ende genommen hat. Ist da etwa noch ein Porträt auf dem Brief? Dann wollen wir doch mal sehen, was für eine Frau so ein Kerl heiratet. Das ist einfach unbezahlbar. Also, wir sehen. Was? Warum steht ein Bild von Doppelmoppel und deiner Ex-Soldatin, die sich. Doppelmoppel und Ex-Soldatin? Verstehst du nicht, Jessica? Der Zag der Jünger war ein verkleideter Doppelmoppel. Die Ex-Name ist seine zukünftige. Oh Gott, nein. Hatte ihr Güte, Doppelmoppel und Ex-Soldatin ist immer ein interessantes Paar. Aber sie will nur mit so großen Ex-Namen, die passen noch gar nicht zusammen. Liebe ist nun mal blind. Wenn ich auch einmal jemanden verliebst ist, ein Glaub erfahren. Vielleicht könnte ich ja dabei behilflich sein. Steck dir den Himmel sonst, wenn du langhaarige Chorknabe. Chorknabe. Lieber Geißel und Glitschebogen. Ja, Schleimwaffen jetzt auch für die beiden hier. Okay, also wie gesagt, auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know.